gespannt, was sie hier verändert haben. Oh, das ist ja ein ganz neues Zelt. Ja, Mann. Heftig. Echt? Ja, guck dir das mal an. Das ist dunkler. Ja. Kann das sein? Wir sind im Stromsparmodus. Wie ist das dunkler? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach so, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich zu sehr an der Grafik rumgespielt. Wenn Greta das wüsste, guck mal, wie viele Neonröhren hier laufen. Hier liegt sogar einer auf dem Boden. Was soll das denn? Ach ey. Ja, nicht gut. Ja, ich nehme mal wieder so ein Rohr. Hast du was mit deinem Thermometer? Willst du nicht, oder was? Ich habe EMF und So, dann Ektoplasma-Suchgerät dabei. Glaube nicht, nehme dass ich das so mal. heißt. Moin, Klaus. Der ist immer noch Hallo. da. So. Geht ja gut los hier. Wo ist denn das olle Thermometer? Oh, da geht schon, wird schon, aber ist schon. Hier ist 30 Grad, Alten. Oh, Alter, echt jetzt? Oh, oh Gott. Da ist gerade. Da war ein Jogger. Da war ein Jogger, der ist hier lang gelaufen. So. Können wir wieder raus? Nee. Alto Belli, der ist hier nach rechts gerannt. Sie, es, keine Ahnung. Hier, da hinten, du weißt, in die Lieblingsecke der Geister. Genau, ja, geh mal schön weiter geradeaus. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich stelle die Kamera schon mal irgendwo hin, Guck mal, damit hier das geht's jetzt nicht so. hoch. Ah, das ist ja nicht so schön. Ja, okay. Ich hoffe, wenn ich sterbe, ist die Kamera immer noch im Auto. Nein, aber jetzt mal ohne Flachs, der ist da unten lang gelaufen. Ja, ich wollte mich hier Das nur war mal so ein bisschen. umgucken. Das war so ein bisschen wie Forrest Gump. Also hier oben ist ja nicht so viel. Nee, genau. Und dann ist er. Jo, ja, danke. Das war ja überhaupt Immer nicht hier riesig. links. Dieses Thermometer ist auch der Hammer, ey. Oh! Oh! Ey, bitte? Was? Oh, Alter, wer sägt denn hier? Bis raus. Geh Digga, weg. Alter, Digga, Oh mein ich hab mich Gott. richtig hart erschrocken. Oh. Bitte nicht. Mach das nicht. Zum Glück habe ich noch Jetzt nichts Licht an. gegessen. Okay. Ich hätte mich eindeutig eingekotzt. Oh, Alter. Oh, Hä? das. Hier muss irgendwas sein. Das. Oh, Alter. Geht denn jedes Leuchtmittel, ja, wir nennen es Leuchtmittel, geht denn jedes Leuchtmittel jetzt hier kaputt, oder was? Ich mach die ja an und dann haben die eine Chance kaputt zu gehen. Achso. Ja, schön. Hallo? EMF sagt gar nichts. Einfach mal null. Oh, Bestimmt hier im geht Keller. gerade die Temperatur gerade runter. Jetzt geht sie wieder hoch. 15, 20, 15, was ist das? Was ist das? Was war das? Was ist das? Hast du das nicht gehört? Doch, hier ist Okay. EMF. Ja, beim Keller.
Oh oh, 0 Grad haben wir gleich. Ich stehe wahrscheinlich wieder mitten im Geist und krieg's nicht mit. Die Musik wird schon wieder richtig doof. Hier ist Ektoplasma. Oh! Gott, er hat mich wild. Nein, er hat die Tür. Oh, so. Oh. Also hier ist Ektoplasma auf jeden Fall schon mal. Das heißt, er wird wahrscheinlich hier sein. Ja, hier, wir gehen gerade auf 0 Grad runter, aber wir kriegen keine 0 Grad. Wo habe ich denn die Olle? Hä? Mist. Wo ist denn meine? Da ist sie. Also Ektoplasma. Und keine Minustemperaturen. Was ist los? Geh mal raus. Ja, da bin ich wie eine gute Freundin. Da komme ich mit auf Toilette. Oh, sehr nett. Oh. Okay, das war. Wie konnte man jetzt nochmal dieses Buch da aufmachen? Das nochmal. Habe ich auch gerade überlegt. War das nicht mit Tab eigentlich? Ja. Geht nicht. Nur mal kurz. Haben Sie das umgeändert? Selbst die Musik hier mit draußen. J. Ist jetzt ist es J. Ja. Okay. Weiß ich Ektoplasmaflecken. Ektoplasmaflecken. Ja, du siehst auch gar nicht mehr so alt aus. Oh, ey, das war, ey, das ging ja wieder richtig gut los, ey. Der ist da richtig lang gelaufen. Schwör, schwör. Schwör, schwör. Nehme ich mit. Ja. Nimm mal die. Kann ich das noch? Nein, ich habe Fingerabdruck, Viech. Pizzateller. Wie sieht unsere Sanity aus? Oh, das ist wieder 89, 86. Was war das für ein Vogel, der ganz langsam abzieht? Oh, weiß ich nicht mehr. Meiling? Was Meiling? Meiling braucht Feuer. Meiling braucht Feuer in der Nähe, damit er nicht aggressiv wird irgendwie. Ich stell mal eine Kerze rein. Kerzen muss er anhaben. Muss, ja. Das war echt jetzt. Auch bitte nicht. Ich habe Gefrieratmen, glaube ich. Es ist sehr. Ja. Okay, die Mucke ist auch gerade überhaupt nicht cool. Irgendwas sabbelt hier. Okay. Guck mal, Stativ. Dreht er? Ja. Also wir haben auf jeden Fall Gefrieratem. Ich bin auch, aber wir waren das letzte Mal auch überzeugt davon, Gefrieratem zu haben. Ach, da sollten wir doch mal mit Temperaturdingen angehen. Vielleicht brauchen wir ein bisschen die Temperatur rüber zu machen, weißt du? Kann sein. Also das Thermometer liegt da ja, aber ich kann es irgendwie nicht greifen. So, der Pizzateller steht da auch. Oh, coole wieder. Kamera. Hab sie falsch rumgestellt. Ja, Mensch. So, dann wollen wir doch mal hier ein hübsches Gemälde hinstellen. Zack. Na, noch ist es ja kein hübsches Gemälde. Wir hoffen einfach mal, dass das eins wird. Kannst du irgendwie das Thermometer aufsammeln? Das liegt hier? Oder steht da? Keine Ahnung. Also wir haben minus 10 Grad.
Minus 5, Okay, dann. minus 10. Dann können wir hier unser Fleisch lagern. Beziehungsweise wir werden hier wohl Fleisch lagern. Bist du hier? Oh. Da steht er! Ey. Er ist ohne Scheiß, Mann. Wie alt bist du? How old are you? Are you here? Can you speak with me? Can you talk? Ich weiß nicht, Digga. Geh mal raus. Das war gruselig. Das war echt gruselig. Muss mal gucken, ich hab dich gerade doppelt gehört, ey. Aber ich hatte doch dich auf. Oh nein. Dich voll auf, ey. Okay. Jetzt besser. Das war echt, das war. Hast du ihn gesehen oder was? Ja. Stand hinten links in der Ecke. Und? Er war nicht so hübsch. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, aber die. Das ist ein bisschen wie im Baumarkt, weißt du? Wenn du jemanden suchst, ist auch keiner da. Also Fingerabdrücke habe ich jetzt nicht wirklich. Siehst du die Staffelei? Ja. Nordmittig. Ah ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Kerze brennt. Ja. Ja. Oh. Da, ach, schmeißt du mit eine, Sachen. Der hat schon wieder die. Der, verstehe ich nicht. Also der braucht nur drei. Ja. Er hat auch so ein Rezept im Gesicht. Wie bei Game Watchers. Also, Ihre Bestellung bitte. Oh Gott, ist das schlecht. Ich will da nicht wieder rein. Ich will da rein. Ja, du bist ja auch. Du hast ja auch die Kamera nicht gekauft. Alter, wieso krieg ich eigentlich immer so hart in die Fresse? Weiß ich nicht, Digga. Das geh nochmal rein und laber nochmal mit denen. Ja, das. Warte mal, was kann es denn jetzt eigentlich sein? Wir können ja nur noch Dämon, Raiju, Meiling oder Agash haben. Agash. Das ist es, ja. Agash. Okay. Meiling war. Ja, Meiling braucht auf jeden Fall irgendwie immer Wärme in der Nähe oder Feuer. Dämon. Dämon war gefrierter mit Leinwandgemälde. Der Gasch. Fingerabdruck. Der Meiling. Geisterbox Antwort. Falls kein Feuer in der Nähe ist, wird er aggressiv sein. Brandender Kerzen? Ich habe mal eine Kerze hingestellt. Ja, okay, brandender. Okay. Geisterbox. Und Leinwand. Fingerabdrücke. Oder. ESG Geisterreaktion. Oh, ohne Mist, mit dieser ollen Laterne hier sehe ich auch so aus wie der Fährmann. Also ich glaube, ESG können wir ausschließen. Er hat reingemalt. Ja. Wieder dieses super duper Bild. Ja, immer diese Sonnenblume mit dem Totenkopf, ne? Ja. Das ist ja cool, ey. Da hat sich die Kamera ja mal richtig gelohnt. Das ist ein Diamond. Dämon. Bestätigen wir schon mal. Haben wir die Kohle schon mal sicher. Was sind denn die? Sammle Geisterkugeln. Sammle die Salzsäcke ein. Lege die toten Ratten in den Kessel. Ja. 74, 75%. Was hat der Dämon denn so als lustige
lustige Effekte. Wenn er beschließt, jemanden zu töten, wird es sehr schwer sein, ihn aufzuhalten. Oh, wow! Ja, okay. Dafür muss man aber kein Dämon sein. So, Schwächen. Solange du ihn nicht wütend machst, wird ein Dämon dich für gewöhnlich nicht jagen. Aber wie macht man einen wütend? Ja, ruhig gelassene Geister bekannt. Dämon ruhig, also Dämon sind in der Regel als ruhige. Ja klar. Ein Dämon ist immer in der Regel als ruhiger gelassener Geist bekannt. Wer kennt das nicht? Sie haben einen schwächeren Beutetrieb als andere Gattungen. Alter, das ist ja komplett gegensätzlich zu allen anderen Spielen bis jetzt. Aber wenn du schaffst, einen Dämon zu verärgern, wird er nicht aufhören, dich zu jagen, bis er dich tötet. Das ist eine gute Frage. Wie ärgert man ihn? Vielleicht indem man singt so. Diamond has a little lamp oder irgend sowas. Wenn man einen Hamburger Diamond sehen. Jagst du gerade die Kugel? Hast du die Kugel? Ich weiß was nicht, los? Was gerade passiert ist. Ich habe irgendwie so eine LSD-Sicht gerade. Habe ich sie? Ich habe eine. Was eine? Wie nehme ich wieder mit E? Mit E, ja. Ich krieg die nicht gefangen. Ich glaube, du läufst da einfach nur rein, kann das sein? Nee, ich drück E. So, dann müssen wir jetzt die Säckchen sammeln. Habe ich die Ratte? Ah. Da habe ich noch eine Ratte. Ja, ein Sackboard, glaube ich. Hinten in der Werkstatt. Ist schon die Frage, wo ist dieser Kessel wieder? Wahrscheinlich hinten rechts in dem Wohnzimmer, nennen wir es mal so. Schlafzimmer. Das liegt auch immer an verschiedenen Orten. Ne? Gefällt mir nicht. Noch eine Ratte. Jetzt ohne. Auch Salzdingern. Ein Salz habe ich auch. Dann brauchen wir noch einen Salz. Ratten haben wir fertig. Bestimmt unten. War es schon unten? Nee. Ich bin froh, dass ich lebe. Bist du unten? Nee. Okay, geht's, ich geh mal unten runter und sterb. Ach, ja, okay. Ich sterb einfach jetzt. Warst du oben schon? Nein. Okay, dann geh ich hoch. Stimmt, oben gibt's ja auch noch, stimmt. Oh, hier ist auch noch ein zweiter Raum, ne? Oh, ich hab so keine Lust gerade. So ohne Flachs mal, ja? Mir geht's gerade nicht so geil. Also oben ist nix. Muss unten sein. Mhm. Ja, Ratte. Oder war es ein Salzsack? Ratten hattest du alle, ne? Ja, wir haben jetzt alles. Dann hab ich. Jetzt müssen wir Finger sammeln. Nee. Nee, du willst jetzt nicht Finger sammeln. Ich hab zwei. Go away, Alter. Oh, Alter. Wie sieht denn die Sanity aus? Weiß ich nicht. Ich geh erstmal raus. Gute Idee. Komm mit. Ich geh schon mal vor. Oh. Ich leg mal die Finger hier rein. In diese Leuchte da. 67 und 68. Wir brauchen noch drei Finger. Ja, und dann? Dann müssen wir die in den Keller bringen. In diesen Töpfen, glaube ich. Und dann? Und dann haben wir den Geist gefangen. Meinst du? Das wird dann einfach so sich ergeben, oder was? Okay. Du hast zwei Finger. Ja. Drei Finger brauchen wir noch von den guten alten Mohammed Castil. Das ist ganz ehrlich. Wer sich
Der hat doch Geld dafür bekommen, Leute abzunerven mit diesem Namen, oder? Mohammed Castillo. Was ist das denn? Das ist jetzt mal ohne Scheiß. Wer also hier, so sehen die Finger hier aus. Ja. Ach, die hast du jetzt hier hingelegt, oder? Ja, ich bringe die jetzt in den Keller. Und dann suche ich da auch direkt schon mal nach neuen Fingern. Mohammed Castillo. Das kann nicht gewollt gewesen sein, das Kind. Das würde niemals mein Kind sein. Hier liegt noch ein Finger. Hier unten, oh. Links. Unter mir. Alter, das, was ist denn das für ein Finger? Damit kannst du ja jemanden erschlagen. Bringt gerade überhaupt keinen Spaß. Oh oh. Geh weg. Was auch immer. Ey, jetzt ohne, ey. Ich hab Bauchschmerzen. Hast du auch Bauchschmerzen? Nö. Nee. Mhm. Mir geht's eigentlich ganz gut gerade. Bei zwei Finger brauchen wir noch. Ja, wer kennt das nicht? Das Lied vom Zwei Finger Joe. Ich werde sterben. Vorprogrammiert. Dieses Spiel hasst männliche Charaktere. Wahrscheinlich war das mal ein Lidl-Angestellter. Hundertprozentig. Eieieiei. Und die Frage, wo sind die letzten zwei Finger? Oh nein, was? Jetzt quietschen hier irgendwelche Türen, ey. Hab noch einen Finger. Oh Mann, hier werden irgendwie. Alter, ich hab noch einen Finger. Ja, dann schnell. Irgendwie. Hast du Tür, Schubladen geöffnet oder so? Nee. Oh oh, die Kellertreppe, bist du runter? Nee. Die Kellertreppe ist zu. Also die Tür. Also die Treppe nicht. Die Tür zur Treppe. Die Treppe kann ja nichts. Wir müssen exorzieren. Ich muss exerzieren vielleicht. Oh! Oh! Alter! Bist du. Oh. Gib mir 2 Sekunden bitte. Mein Herz muss ich erstmal wieder in den richtigen Rhythmus reinrütteln. Ey, willst du mir sagen, du hast dich nicht erschrocken? Oder Statue? Dass das Viech einfach schlagartig da ist? Nö, es ging. Also dafür, dass... Also ich muss tatsächlich sagen, der Dämon ist mir bis jetzt der Liebste. Ja, ist ja auch der friedlichste. Ja, warum auch immer. Kennt man doch. Der Dämon ist der friedlichste. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn man es schafft, ihn zu verärgern, Alter, dann ist man safe tot. Ist nur die Frage, wie man es macht. Keine Ahnung. Also, ich schaffe es ja sonst immer zu sterben. Digga, wir haben alle Aufgaben. Lass mal abdüsen. Ja, lass mal nach Hause. Also, in den Unterschlupf. Oder wie auch immer. Auf geht es. Jo. Jetzt gibt's Para. Oh, das hat richtig geschmeckt, ey. 1700. Ei, ei, ei. Das kam richtig Asche in die Tasche. Aber es hat einen 300 gegeben, Exorzismus. Nur 300? Ja. Ich gar nicht. Ich hab das vergessen.